Herzlich willkommen zur Weihnachtsausgabe der Mivola News. Am 14. November wurde in unserem Hamburg-Abschnitt die etwa 9 Quadratmeter große Baustelle der Elbphilharmonie und HafenCity eröffnet. Bei der feierlichen Modellgrundsteinlegung waren neben zahlreichen Pressevertretern die Kultursenatorin Professor Barbara Kisseler und der Generalintendant der echten Elbphilharmonie Christoph Lieben-Seuter anwesend. Sie haben es sich nicht nehmen lassen, diesen feierlichen Schritt augenzwinkernd mit uns gemeinsam zu gehen. Die Elbphilharmonie ist natürlich ein totales Paradoxon. Es ist das realste nicht existierende Gebäude, wenn man so will. Man kann seit Jahren bereits Elbphilharmonie-Konzerte besuchen in der ganzen Stadt und deswegen ist es natürlich nur eine logische Folge und Konsequenz, dass sie auch im Miniaturwunderland entsteht, auch wenn es noch lange vor ihrer Fertigstellung ist. Das ist erstmal ein hinreißender Termin, weil es ein ungeheurer Motivationsschub ist für mich und ich bin Ihnen wirklich dankbar, dass Sie so optimistisch stimmende Vorarbeit leisten und ich kann nur sagen, ich bewundere Ihren Mut, Sie wollen nun dieses traumhafte Experiment wiederholen. Die Vorstandsvorsitzenden des Miniaturbaukonzerns Drunter und Drüber AG sowie Miniaturvertreter der Projektrealisierungsgesellschaft Träge sind zuversichtlich, dass nicht nur der Fertigstellungstermin im Mai 2013, sondern auch die Baukosten von knapp 200.000 Euro einzuhalten sind. Damit wird unsere Elbphilharmonie zumindest schon einmal 2.380 Mal günstiger als ihr großes Vorbild. Das 1:130 Modell des Konzerthauses wird eine Höhe von 82 cm haben und etwa 96 cm lang sein. Es wird sich per Knopfdruck öffnen lassen. 5.500 Arbeitsstunden haben unsere Modellbauer für den Bau angesetzt. Neben der Grundsteinlegung gibt es allerdings noch viele kleine Szenarien auf der Baufläche zu finden, die einen Bezug zum Bau der originalen Elbphilharmonie haben. Die ein oder andere Spitze sollte allerdings mit einem Lächeln betrachtet werden, wie zum Beispiel die Anzugträger, die sich mit Bauarbeitern prügeln. Eine Rolltreppe, die ins Nichts führt, die Warteschlange vor dem Klo oder der Einsatz modernster Baumaschinen. Auch die hier angewandten Baumaterialien, ein gefräßiges Glasmonster in Bezug auf die teuren Fenster oder die ausgeklügelten Messverfahren zur Überprüfung der Druckfestigkeit der Betonpfähle bringen einen zum Schmunzeln. Mal schauen, was uns da noch so an Stress erwartet. So eine Elbphilharmonie ist ja immer für eine Überraschung gut. In unseren Werkstätten wird fleißig an vielen Kleinigkeiten für die Wunderland HafenCity gebaut. Stefan entwickelt gerade einige kuriose Knopfdruckaktionen, die langsam Form annehmen. Was genau hat er sich dabei gedacht? Und zwar haben wir da ein wunderschönes, riesiges Bürohaus, in dem aber nicht wirklich viel los ist, bis jetzt. So, und auf Knopfdruck soll sich da drinnen halt richtig was tun. Aber Büroarbeit ist ja eigentlich so eine langweilige Geschichte, also in meiner Vorstellung jedenfalls. Also habe ich mir gedacht, muss ich da so ein bisschen was reintun und am besten kann man es machen, indem man Sachen übertreibt. So, und das ist zum Beispiel jetzt eine Szene davon, weil ein guter Büromensch, der schafft morgens eigentlich überhaupt nichts zu arbeiten, ohne dass er erstmal einen Kaffee hatte. Und deswegen sind diese kleinen Figürchen dabei und beten den Kaffeeautomaten an. Hier muss man sich jetzt halt vorstellen, das ist meine Büroetage. Auf der Höhe habe ich das alles zu später. Das heißt, das ist auch der Platz, den ich für meine Mechanik habe, um die später einzubauen. Dieser Kollege hat das Prinzip eines Kopierers nicht ganz begriffen oder ihm war einfach kalt. Irgendwas muss diesen kleinen Büroarbeiter furchtbar aufgeregt haben, denn er lässt seine ganze Wut, an der Tastatur aus. Und was haben wir hier? Ärger mit dem Süßigkeitenautomaten. Ganz klare Sache, kennt doch jeder. Hat Geld reingesteckt und das letzte Ding kommt natürlich nicht raus. Also was macht man? Man schüttelt dran. Also das mit der Figur funktioniert nur mit Hilfe von ein paar Sicherheitsetiketten, die ich von zu Hause mitgebracht habe. Weil in den Sicherheitsetiketten drinne, weiß eigentlich kaum jemand, sind hauchdünne Eisenstreifen. Das heißt, die sind magnetisch und so super dünn und ich wüsste nicht, wo ich sonst so dünne Eisenstreifen herkriegen würde. Das heißt, ich habe diese Dinger hier rausgepult, habe diese hauchdünnen Eisenfolien auf den Automaten aufgeklebt und da drauf dann praktisch wieder den Aufkleber mit der Front vom Automaten. Und im Füßchen drin ist auch noch ein Magnet. Der Magnet nach unten ist natürlich stärker als die Magnete an der Hand, die an den Automaten gehen. Das heißt, der Standpunkt bleibt unten und oben über den Automaten wandert die Hand hin und her, so als ob das Ding schütteln würde. Wir sind gespannt auf weitere lustige Ideen. Ab sofort kann man in unserem Skandinavien-Abschnitt ein neues Flugobjekt bewundern, eine Erdbeere. Der fruchtige Heißluftballon mit Erdbeerkörbchen hat sogar flackerndes Licht für realitätsnahe Feuergasoptik. Nachdem immer wieder der Wunsch aufkam, einige wirklich schmutzige Züge ganz realistisch auf der Anlage fahren zu lassen, wurden einige Waggons auserwählt, die nun so richtig dreckig gemacht werden. Mit Airbrush haben einige Waggons, zum Leidwesen mancher und zur Freude anderer, einige verrückte Graffitis erhalten.
Bereits in wenigen Wochen werden diese täglich zig Kilometer auf der Anlage drehen. Der Flughafen Knuffingen hat Zuwachs bekommen. Zwei neue Flugzeuge bevölkern nun zusätzlich die Start- und Landebahn sowie das Vorfeld. Den Anfang machte die CRJ-900 von Eurowings. Eine Abordnung von Eurowings taufte die Maschine und war bei der ersten Inbetriebnahme dabei. Vorsichtig wurde die Maschine mit Wasser beträufelt. Und wie es bei der Erstlandung eines neuen Flugzeugtyps üblich ist, war auch die Flughafenfeuerwehr am Start und begrüßte den Regionalflieger. Ein weiterer Hingucker und neu in Knuffingen ist die Concorde. Im Vorbild wurde sie schon 1976 in Betrieb genommen. Dieser Flugzeugtyp wird schon seit einigen Jahren nicht mehr eingesetzt, doch im Wunderland hat man noch die Möglichkeit, den Luxusreiseflieger fliegen zu sehen. Überschallgeschwindigkeit erreicht er allerdings bei uns auf der Anlage nicht. Ein drittes Flugzeug ist die Boeing 747-400 Fracht der Linie E4R Cargo. Mit seinem grünen Farbschema ist der Jumbo ein echter Hingucker. Für das Wunderland wird der Großraumjet zukünftig regelmäßig Fracht zwischen Europa und Asien befördern. Am Dammtorbahnhof im Hamburg-Abschnitt sind in den letzten Wochen die Arbeiten abgeschlossen worden. Das ganze Gebäude wurde komplett neu gefertigt. Einige Meter Gleise wurden umgelegt und erneuert. Das Ganze wurde über die Jahre durch viele Einflüsse, wie zum Beispiel Luftfeuchtigkeit oder betretende Anlage, stark beschädigt oder instabil. Dazu wurde zusätzlich der Unterbau für die Trassen komplett überarbeitet. Die Bahnsteige passen nun perfekt und die Züge haben den Dauerbetrieb aufgenommen. Zusätzlich wird nun nach fast 9 Jahren Dauerbetrieb die U-Bahn-Strecke im Hamburg-Abschnitt komplett überarbeitet. Dafür wurde großflächig das alte U-Bahn-Betriebswerk abgerissen und Gleise sowie die Grundplatte entfernt. Die Abnutzung der Technik durch den Dauerbetrieb machte diesen radikalen Umbau nötig. Dieser hat zudem den Vorteil, dass neue Technik eingebaut werden kann und die Anlage in diesem Bereich natürlich neu gestaltet wird. Wie jedes Jahr am Heiligabend haben wieder alle Kinder unter 16 Jahre freien Eintritt bei uns im Miniaturwunderland. Kommen Sie und Ihre Lieben doch einfach vorbei und genießen Ihre freien Stunden vor dem großen Fest bei uns. Wir haben an diesem Tag bis 16 Uhr geöffnet. Bei einem Besuch an den Feiertagen oder zwischen den Jahren möchten wir Sie wieder darum bitten, sich vorher über unsere Wartezeiten zu informieren. Im Internet können Sie kostenlos reservieren, um lästige Wartezeiten zu vermeiden. Falls Sie sich nicht im Vorwege festlegen können, versuchen Sie es eher in den Abendstunden. Dort ist erfahrungsgemäß meist keine oder weniger Wartezeit. Rund um die Festtage sind unsere Öffnungszeiten meist verlängert. Wir wünschen Ihnen und Ihren Lieben ein wundervolles Weihnachtsfest und ein frohes neues Jahr. Ihr Miniatur-Wunderland-Team. Ho, 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 ho.